Jetzt ist die Frage. Passt das? Ja. Und zwar relativ genau. Nicht relativ, sehr genau eigentlich. So. Das hätten wir auch verbunden. Der Scheiß ist auch gerade. Ist das in die andere Richtung schon verbunden? Nein. Ja gut, das hat direkt gepasst. Sehr gut. Noch ein Splitterchen. Machen wir mal dahin. Und der Quatsch wandert jetzt hier hin. Gut, das wäre dann auch verbunden. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch das da hinten. Ich weiß natürlich, dass das hier alles die falschen Förderbänder sind. Da müssen die 480er Förderbänder hin. Aber davon habe ich gerade nicht so viel Material und deswegen, um meinen Gedanken festzuhalten und um erstmal überhaupt was zu bauen und zu gucken, ob das überhaupt... dass es überhaupt logisch aufgeht, was ich hier mache, muss ich gerade improvisieren. Ich erwähne das einfach ab und zu mal, weil ich das nicht so oft sage. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet haben solltet, dann fragt ihr euch vielleicht, warum ich hier so einen Unsinn veranstalte. So, da muss es hin. Okay. Okay. So. Und ich weiß ja, dass ich das nicht in Dreier-Schritten geteilt habe, sondern in Zweier-Schritten. Das heißt, warte mal, wie viele von den Splittern habe ich jetzt hier gebaut? Eins. Zwei. Drei und vier. Okay. Das heißt, hier kommt jetzt noch ein weiterer Splitter vor. Der kommt da direkt ran. Ja, kommt da. Weil ich das so verbinde. Und das... So. Also vorausgesetzt, ich komme mal irgendwo da an, wo ich hin möchte. Soll, muss. Oh. Das sieht scheiße aus. Was habe ich denn da gemacht? Sag mal. Okay, also das heißt, der Splitter da, der muss noch ein Stück weiter nach hinten. Nur so ein winzig kleines Feld.
So. Können wir das wieder verbinden? Das verbinden wir. Also lassen wir laufen bis hier. Jetzt ist das wieder schief. Hä? Ja gut, das ist ja jetzt nicht so wild. Ich habe das zu... Nein. So gehört sich das. Dann kommt das hier wieder weg. Das auch. So. Haben wir das gesplittet. Und denselben Scheiß machen wir hier hinten jetzt auch. So. Okay. So. Und jetzt brauche ich nur noch einen Splitter, der quasi ja, das hier aufsplittet. Und da mache ich es mir einfach. Und zwar weiß ich ja, dass der Quatsch von da unten hier ankommt. Das heißt, ich stelle einen Splitter davor. Und zwar schon so, dass es passt. Oh, wow. Okay. Okay, das ist schief in die Richtung. Passt es jetzt? Ja. Das war halt nur ein bisschen dämlich, aber abgesehen davon machen wir das mal lieber so. Dann kommt der wieder weg. Das Ding. Oh Mann. Nein. So.